Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte euch heute mal zeigen, was ich auf so einer Bushcraft-Tour mit Übernachtung dabei habe. Ist jetzt egal, ob ein, zwei oder drei Tage. Das ist mein Rucksack, der ist vollgepackt und ich würde sagen, den schauen wir uns mal an. Ja, der Rucksack ist der TT Mission Pack, den habe ich ja neulich erst in einem Review vorgestellt. Packe ich euch auch nochmal die Verlinkung rein. Fangen wir an den Seiten an. Ich habe hier einen Carinthia Defense 4 Schlafsack. Als gebrauchte Version von der Bundeswehr mir geholt. Und der geht, glaube ich, im Komfortbereich bis minus 8 Grad. Ist recht groß, es gibt noch kleinere, aber damit kann ich auf jeden Fall auch im Winter draußen schlafen. Ja, auf der anderen Seite habe ich meine Isomatte. Das ist die Downmat 9 DLX von Expat. 9 steht jetzt hier für 9 cm, sie ist wirklich sehr hoch. Man schläft sehr gut drauf und geht, glaube ich, bis minus 24 Grad. Ja, starten wir einfach mal mit dem Hauptfach. Als allererstes meine Kameratasche, ist natürlich jetzt nur dabei, wenn ich auch beim Bushcraften irgendwie filmen oder auf der Tour filmen will. Ja, da ist normalerweise meine Kamera drin, Ersatzakku, Speicherkarten, noch ein anderes Objektiv. Gehört jetzt eigentlich nicht zum Bushcraften, aber ich zeige es trotzdem mal kurz. Ja, dann habe ich hier Elefantenhaut von der Bundeswehr. Das ist einfach so eine kleine Plane, die lege ich drunter unter die Isomatte, falls irgendwie der Boden feucht ist, dass die nicht ja, im Nassen liegt. Dann habe ich hier mein Tarp, das Didi Superlight, wiegt 460 Gramm, ist also auch ja, sehr kleines Packmaß, wiegt sehr wenig und hat eine Größe von 3x2,9 Metern. Dann habe ich ja, ein kleines Erste-Hilfe-Kit, wo alles mögliche drin ist. Also ich habe hier hinten erstmal Handschuhe, dann ist hier Wundverband und Pflaster. Dann habe ich hier noch Schmerztabletten und Durchfalltabletten. Hier ist eine Zeckenzange, eine Pinzette und ja, ein bisschen Wund- und Heilsalbe. Auf der Seite ist noch eine Rettungsdecke. Und hier haben wir nochmal ein kleines Kit, wo auch eine Schere drin ist. Ja, hier ist jetzt nochmal alles Mögliche drin. Ich kann es mal kurz vorlesen. Heftpflaster, Wundschnellverband, Pflasterstrips, Kompressen, Fixierbinde, die kleine Schere und nochmal einmal Handschuhe. Genau, das war soweit das Erste-Hilfe-Kit. Dann habe ich hier meine Nalgene-Flasche gefüllt mit Wasser, 1 Liter. Passend dazu natürlich der Tatonka-Becher, der natürlich auch eine richtige Farbe haben muss, wie bei mir jetzt. Schön schwarz. Und ja, ich glaube, das war es soweit auch schon im Hauptfach. Ja, kommen wir zum nächsten Fach. Hier habe ich mein Essbesteck, ist auch sehr leicht. Ist jetzt hier mit Messer, Gabel und Löffel und einem kleinen, sehr leichten Karabiner. Ja, dann habe ich hier meine Fiskars X7 Axt. Mit der bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ja, von der Optik hat sie jetzt nicht so einen schönen, urigen Holzlook, aber ist auf jeden Fall Preis-Leistung top. Ja, dann habe ich hier noch meine Fiskars SW75 Säge. Ja, ist die längere Version, ist mir leider schon einmal abgebrochen, aber ich konnte so ohne Probleme wieder umtauschen, habe jetzt eine neue. Hier hinten noch ganz cool ein kleiner Karabiner, wenn man es irgendwie mal an den Gürtel ranpacken will oder so. Ja, machen wir weiter. Ich habe hier ein kleines Hygienekit. In meinem Hygienekit habe ich jetzt folgendes. Das ist einmal Zahnpasta, dann natürlich ein OB, falls ich mal meine Tage kriege. Ganz spontan. Taschentücher. Dann eine Reisezahnbürste zum Aufklappen. Dann habe ich hier noch ein kleines Nähset. Hier ist so ein bisschen Knöpfe, Garn, Nadeln und sowas drin. Dann Seife, Deo. Hier habe ich noch ein bisschen Handdesinfektion bzw. generell Desinfektionsgel. Hier nochmal extra Desinfektionstücher abgepackt. Dann Toilettenpapier, ein Stück Seife. Kondome, falls das Wildschwein mal kommt. Und hier noch ein Handtuch, so ein Mikrofaserhandtuch, was dann wirklich sehr schnell trocknet. Dann habe ich hier, ist auch nicht immer dabei, aber ich habe es mal mitgenommen, mein Schälmesser, wenn man was aushöhlen will, oder auch Löffelmesser. Ja, eine extra Verpackung dafür, eine kleine. Dann habe ich ein bisschen Schleifpapier mit, heißt ja schließlich Bushcraften, also habe ich auch immer Lust, ein bisschen zu werkeln und es ist ganz cool, ein bisschen Schleifpapier dabei zu haben. Ja, dann habe ich 2 Stück Paracord mit, das nehme ich halt zum Aufspannen des Tarps.
Hier ist nochmal Zecken- und Insektenzeug, wenn dann die Mücken wieder da sind oder auch gerade zur Zeckenzeit. Dann habe ich hier meine Bushbox, das ist die Ultra-Light-Version von Bushcraft Essential. Habe ich auch nochmal ein extra Review für gemacht, werde ich euch nochmal verlinken. Ist hier drin. Ja, dann habe ich jetzt hier mal eine Dose Thunfisch, Salami-Sticks und noch eine kleine extra Tasche. Hier habe ich so ein bisschen Zucker, Pfeffer, ja, so heiße Tasse oder auch so ein Isodrink aus dem EPA, heiße Zitrone. Also sowas in die Richtung, das fülle ich immer mal wieder auf. Dann habe ich immer was dabei oder vielleicht auch einen Tee. Ja, dann habe ich noch den Sawyer Mini als Wasserfilter mit kleinem Trinkbeutel. Wenn natürlich die Wasserflasche irgendwann mal leer ist, kann ich das damit dann nachfüllen. Dann habe ich einen Light My Fire Zündstall mit, ist die kleine Version. Ja, reicht locker aus, hat glaube ich 3000 Zündungen und bin ich sehr zufrieden mit dem. Also ich hatte auch schon andere, aber der ist wirklich top. Dann habe ich jetzt hier noch ein ganz kleines Stückchen Draht, wenn man irgendwie nochmal was basteln will. Und dann habe ich hier noch meine Phoenix HAL 55 Kopflampe als Taschenlampe mit nochmal einem 18650 Ersatzakku. Habe ich auch nochmal ein Review zu gemacht. Werde ich euch auch nochmal verlinken. Ja, und ich glaube, das war es auch soweit. Ja, Rucksack ist leer. Ja, das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist mein Messer. Das ist ein das ganz normale Essie Isula 2, habe ich auch ein Review zu gemacht. Packe ich euch auch nochmal alles in die Videobeschreibung. Ja, und das war es im Endeffekt auch schon. Ich habe teilweise noch ein bisschen mehr zu trinken, ein bisschen mehr zu essen bei. Kommt ganz darauf an, wo es dann hingeht und wie lange man unterwegs ist. Aber das ist so die Grundausrüstung, die ich zum Bushcraften dabei habe, wenn es jetzt wirklich über Nacht weggeht und man draußen schläft. Ja Leute, wir sind auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck kriegen. Schreibt ruhig mal in die Kommentare, ja, was ihr so mitnehmt. Seid ihr vielleicht eher so die Hängemattenschläfer oder geht ihr lieber mit Zelt raus? Schreibt ruhig mal rein. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.